Hallo Leute, heute sind wir mal bei einem Lely Splendimo Mähwerk. Hier zeige ich euch mal den Messerwechsel. Gut, man kann hier diese ganze Schutzvorrichtung abbauen. Und besser geht es auch, wenn es frisch gemäht hat, dann ist das alles noch nicht angetrocknet. Aber das ist trotzdem nicht so ein Hexenwerk. Wie gesagt, man muss hier so ein bisschen mit dem Hebel hier unten unter die Spange drunter, so weit wie es geht, dass er hinten bündig anliegt. Dann brauchen wir ihn eigentlich nur nach unten runter drücken. Dann schiebt man hier vorne die Lasche raus. Die ist hier meistens voll Dreck. Das kann man dann schön rausziehen. Schon hat man den Splint raus. Als nächstes klopft man mit dem beiliegenden Hammer hier den Bolzen raus. Zack. Jetzt nehme ich immer die Klinge, lege die hier schon mal andersrum rein. Sonst weiß man irgendwann nicht mehr, welche Klinge wo, was, wie muss. Wie gesagt, es muss einfach nur auf dieses Loch hier gedreht werden. Dann nehme ich hier den Bolzen und die Spange. Steck die zusammen. Weil er meistens sich Dreck zwischengesammelt hat an der Stange, wo die offen war, sieht man hier ganz gut. Aber den kriegt man am leichtesten sauber, wenn man einfach den da mit zwei Händen, geht es natürlich deutlich besser, dann braucht man die Kamera nicht halten. Ich drehe den einfach so einmal eingerastet, einmal im Kreis drehen, dann ist die Nut sauber. Dann nimmt man einfach, weil das hier schon angetrocknet ist, ich glaube, ich habe vor 4 Wochen das letzte Mal gemäht, einfach hier ein bisschen die Klinge sauber machen, richtig rum in das Loch stecken, von unten den Bolzen durch. Und dann einfach klopft man ihn. Ach, man muss hier vielleicht ein bisschen Dreck wegmachen. Man ihn hoch, kann man schlecht sehen, bis die Nut bündig ist. Und dann braucht man einfach nur noch den Splint nehmen. Nehmen immer die dreckige Seite wieder nach oben. Einmal reingekloppt. Fertig. Das Ganze mit einer Hand. Mit zwei Händen geht es mindestens doppelt so schnell. Wollte ich nur mal euch kurz zeigen. Ach, übrigens, das hier der Aufbereiter. Ist mit Kunststoffzinken. Es gefällt mir gar nicht schlecht. Gefühlt ist das eine bessere Antrocknungswert als mit den Stahlaufbereiter hinten. Da sind hier wesentlich mehr Zinken drin. Und für die Hexaszahl ist das hier kaum abgerundet. Also ich hätte jetzt mehr Verschleiß erwartet. Aber läuft super das Ding. So, bis zum nächsten Mal.